Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 2, das war mein Hals, tut mir leid. Weil jetzt damit interagiert, ja, was passiert? Aha, nichts interessant. Schnellreise. Oder ich hab falsche Taste gedrückt. Egal. Hey. Ab durch die Dingbums. Hacke. Moment. Was ist das an deinem Laufen? Oh mein Gott. Ah, oh, hab verknotet. Ich hab es verknotet. Ein Moment. Ein Schweinchen auf der Straße, ein Schweinchen auf der Straße. Es ist weit. Nee, geh weg, alles im Weg. Hier, voll abgefackelt, hä? Hus. Warum lässt man den Weg rein? Du Fisch. Haben die gerade die Frauen hier einfach so umgezogen? Sie ist verschwunden. Habt ihr das gesehen? Wachhunde haben ein feines Gespür, wenn sie bemerken, alarmieren sie die Wachen. Ah, ha. Und ich möchte ihm vorher die Kehle aufschneiden. Hallo. Ne? Wechselnde Methoden. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr, nur dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Ach, wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor?
Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. Halt's im Maul. Hat man euch eine auf den Kopf gegeben? Ja. Ich dachte schon, ich bin falsch rum. Also, mir auch recht. Habt ihr den Vorschlag erwogen? Ich bin nicht überzeugt. Sie zu verstärken, hieße New York schutzlos zu lassen. Schon so ist es schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten und halbiert. Doch wenn wir es nicht tun, enden sie mit einer Niederlage. Und was dann? Sie hätten vom Meer kommen sollen. Sie drehen sich im Kreis. Nur durchs Zuschauen erfahren wir gar nichts. Was schlägst du also vor? Reinmarschieren und Antworten verlangen? Nur... ja? Hinterhalt! Connor, ein wenig Hilfe bitte. Ist die Kommande am Leben, Connor? Vielleicht wissen Sie etwas. Oha. Weil wir kaufen es mal wieder. Komm, verreck. Gar nicht getroffen. Ich habe ein Problem. Dich. Nicht schießen, nicht schießen, ja, nicht schießen, ja, nicht schießen, ja, nicht schießen. Hm.
hab doch noch gesagt, ich schieße. Oh, jetzt kann ich. Ey. Ich bin noch ein Attentat, ey. Ah, kein Attentat, wie auch immer. Hui! Okay, das fehlt. Es läuft schon ein wenig geschmierter. Okay, weil ich abgewehrt hatte. So. Wir bringen Sie in mein Quartier in Fort George. Wollen doch mal sehen, was die Herren wissen. Wirklich? Na, du solltest ihm wohl hinterher. Geh du. Ich bewache die Gefangenen. Nein, mach du es. Warum ich? Weil ich es sage. Jetzt geh. Weil er alt ist. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Fuck! Komm nicht näher! Haltet ihn! Los. Fahr zur Hölle. Ich sagte los. Warte, warte. Ich sag dir alles, was du willst. Alles. Nur zwing mich nicht dort hinein. Wir haben nur ein paar Fragen an dich. Wenn ich da rein muss, dann bin ich ein toter Mann. Da bist du, Connor. Ich befürchtete schon, du hättest dich verlaufen. Na dann, kommt mit. Husch. Huschi. Husch. Huschi, Tuschi. Geh auf die Fresse. Schaut schneller. Wie lauten die Pläne der Briten? Sie wollen raus aus Philadelphia. Die Stadt ist erledigt. New York ist der Schlüssel. Mit verdoppelten Truppen wollen sie die Rebellen verjagen. Wann fangen sie an? In genau 2 Tagen. 18. Juni. Ich muss Washington warnen. Siehst du, das war gar nicht so schwer, oder? Ich habe euch alles gesagt. Jetzt lasst mich gehen. Natürlich. Sagten das Gleiche. Es muss wahr sein. Du hast ihn getötet. Du hast sie alle getötet. Warum? Sie hätten den Feind gewarnt. Du hättest sie bis nach dem Kampf festhalten können. Was? Dabei Zeit und Geld verschwenden, damit sie versorgt sind? Was hätten wir davon? Sie hatten uns schon alles verraten. Du findest mich in Valley Forge. Und
gar nichts geschah. So, dann machen wir auch nächsten Part weiter. Haut dran, Leute. Ciao.